Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Dieses Jesus-Zitat werden wir an diesem Sonntag in unserer Kirche wieder lesen. Eine gute Beobachtung. So ist das ja auch an diesem Morgen, was da alles in unseren Herzen ist. Trauer um die Opfer dieses Krieges, Zorn auf die Täter, Sorge um die Zukunft, Angst, der Krieg könnte noch in weitere Länder getragen werden. Sehnsucht nach Frieden, Hoffnung, dass diese Sehnsucht und alle guten Willens zusammen stärker sind und Gott auf der Seite der Friedensstifter. Wir geben dem Worte, hilflos vielleicht, aber deutlich, ein hörbares Zeichen. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund, der Weg scheint kurz zu sein von deutlichen Worten zu bloßen Lippenbekenntnis. Dann verschleiern die Worte, dass im Herzen doch nicht so viel los ist. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock sagte vorgestern, die Frage sei nicht nur, welchen Preis Wladimir Putin bereit sei, für diesen Krieg zu zahlen, sondern auch, was wir bereit sind zu zahlen, für unsere Werte also und unsere Lebensweise, für Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit. 2015 war ich begeistert und enttäuscht zugleich. Begeistert, so viele Menschen nahmen andere, die in großer Zahl nach Deutschland geflüchtet waren, herzlich in Empfang. Ein neues, schönes Wort machte die Runde: Willkommenskultur. Enttäuscht, ich hatte immer gedacht, unser Land wäre gut darin, Dinge zu organisieren. Dafür lief das damals ziemlich chaotisch ab. Meine Vermutung, anders als bei diversen Bauprojekten, lag es hier in einer gewissen Zögerlichkeit, möglicherweise auch an Verdrängung der Wirklichkeit. Da fehlte jedenfalls manchmal der breite Konsens, der Wille, um wirklich entschlossen vorzugehen. Ich kann mich nur dem anschließen, was Frau Kessing anfangs schon gesagt hat. Vielleicht gelingt das diesmal besser. 2015 lief das hier in Aalen jedenfalls ziemlich gut, glaube ich. Bereiten wir uns also vor, die notwendigen Worte und Zeichen auch wieder mit den entsprechenden Taten zu begleiten. Dankeschön.